Juckt dich eigentlich der Song von Boo Snitch, der am Donnerstag kommt, will dich ja dissen. Das, was du gerade hier sagst, das ist mir hier in Mexiko noch nie passiert, Bro. Jetzt mach nicht diese Filme, Digga. Bruder, wie sieht's mit deinen Spanischkenntnissen aus? Und das ist das Geile hier in diesem Land. Hier fragt einer, was ist deine Meinung zu Corona? Wenn ich dir das nochmal sagen soll, müsste ich jetzt das ganze Equipment mit rausnehmen ins Treppenhaus. Oh, jetzt kriege ich eine Ansage, Freunde. Leon, du warst mal Teil der Lösung. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. What's going on here, man? Wie geht's, wie steht's? 6-8 is back. I like that very much, man. Willkommen an alle Leute, die wieder eingeschaltet haben heute. Es rained jetzt seit 2 Tagen nonstop, Digga. Juckt dich eigentlich der Song von Boo Snitch, der am Donnerstag kommt, will dich ja dissen. Kommt ein Song oder was? Also ich wusste es nicht mal. Ein bisschen. Ist ja schon, weiß ich nicht. Ein bisschen. Zumal wenn ich namentlich erwähnt werde, ist es ja schon eine Sache, die man sich auf jeden Fall geben muss, Digga. Will ich doch. Schade, dass er halt nicht mehr so cool ist wie früher, Digga. Wenn er wenigstens noch so cool wäre wie früher so. Wenn das heuchlerische Image noch aufrecht gerade wäre, dann wäre es natürlich auch noch ein bisschen spannender. Auch für mich. Kennst du, wenn man Leute mit Hallo grüßt und nicht zurückgrüßen, hab heute einfach 3 Körbe kassiert und hat mich irgendwie abgefuckt, obwohl es eigentlich nicht jucken sollte. Luis Markovic, Digga, ich kenne das zu gut, Bro. Ich kenne das zu gut. Ich kenne es natürlich auch von dieser ganzen Zeit, wo ich Straßenumfragen gemacht habe, wo ich dann auch auf der Straße teilweise halt wirklich 1000 Leute ansprechen musste, damit ich irgendwie ein Video vollkriege. Und Bruder, wenn man dann da so komische Abfuhren bekommt oder Leute einem so ein komisches Gefühl geben, als ob man ein Kackmensch ist, Digga, dann ist es blöd. Und ich kenne das auch, wenn man mal so einfach einen guten Tag hat, gut drauf ist, fröhlich ist so und einfach Menschen grüßt und die dann nicht zurückgrüßen und nicht noch so dumm angucken, Bro, das fühlt sich nicht gut an, aber du darfst dir deine eigenen Vibes davon nicht kaputt machen lassen, weil deine Intention ist das Wichtige. Du bist glücklich, du bist gut drauf, du willst anderen Menschen irgendwie auch Liebe mitgeben, weil es dir gut geht und wenn die halt, was weiß ich, was bei denen gerade privat los ist, wenn die das nicht zurückgeben können, dann liegt es nicht an dir, Bro, bleib positiv weiterhin, weißt du, wie ich meine, so? Dickerchen, weiter positiv. Und das, was du gerade hier sagst, das ist mir hier in Mexiko noch nie passiert, Bro. Ich fahre hier rum, laufe hier rum, ich grüße fast jeden Mexikaner, den ich hier sehe, so, ne? Die grüßen alle zurück. Das ist so geil, Digga. Das gibt einem dann einfach so, du fährst mit Scooter und grüßt 5 Leute, die gucken dir in die Augen und lachen. Gibt dir einen guten Vibe, so. Selbst wenn du abgefuckt bist, Bro. Und das ist das Geile hier in diesem Land, finde ich. Also für mich persönlich, Bro. Weil ich habe natürlich auch immer so meine Depris zwischendurch. Aber dann gehst du einmal raus, Bruder. Da gehst du einmal raus, guckst einmal in die Sonne, guckst einmal einem guten Menschen in die Augen, Digga, spürst ein bisschen Liebe und dann ist es weg, Bro. Bruder, wie sieht's mit deinen Spanischkenntnissen aus? Digga, wird besser, Bro. Also ich habe halt auch 1-2 Kollegen, mit denen ich so halb Spanisch-Englisch rede, so. Und wo ich immer mal wieder ein paar Wörter nachfrage und die mir immer mal wieder so ein paar Wörter beibringen. Jetzt mach nicht diese Filme, Digga. Yes, auf jeden Fall lernt man das dann dadurch, ne? Ich zieh mir eine spanische Serie gerade rein. Manchmal Englisch, manchmal Spanisch mit englischem Untertitel. Ich höre fast nur noch Latino-Musik. Das alles, weil es der Vibe hier hergibt, so. Weil es passt zum Vibe und weil ich natürlich die Sprache lernen will. Für mich eine der geilsten Sprachen, so. Und dadurch, also mein Englisch wird nebenbei die ganze Zeit besser, so. Also ich glaube, wenn ich anfange, ein bisschen Spanisch zu sprechen, dann wird mein Englisch schon fast perfekt sein. Zockst du zurzeit Games? Ja, Bro. Everyday, Dicker. Everyday. Mario Kart, Bro. Jeden Tag. Ich versuche meinen Score hochzuspielen. Aber die Mexikaner und Japaner, Digga. Sushido is no following. Ich küsse dein Herz. Mexikaner und Japaner, Digga. Zu wild, Alter. Die sind echt gut. Vipers_73 hat letztens meine Musikclips gesehen und sagt, gut gemacht, schmeckt, Bro, ich küsse dein Herz. Japaner, keine Chance bei Mario Kart. Bro, ich bin gut, Digga, ich werde besser. Ich würde gerne mal gegen Montana Black und Flying Uwe spielen, Digga. Ich habe mir die Livestreams immer reingezogen früher von denen. Geil. Mannheim vermisst dich, Opium_Bauer, Grüße nach 6-8, Bro, ich küsse dein Herz. Gib zu, du vermisst bisschen Germany. Ehrlich gesagt nicht, Bruder. Nee. Ja, doch so, die Mami, ne? Die Mami, den Bruder und so.
die vermisst man schon so ein bisschen. Aber das Land an sich, so die Menschen, ich weiß ja auch, dass da meine Community ist und so. Und wenn ich dann da mal in der Stadt ein bisschen unterwegs bin, dann trifft man auch ein, zwei Leute aus der Community. Aber das trifft man hier auch mittlerweile schon. Also das vermisst man schon so ein bisschen. Aber die grundsätzlichen Vibes nicht. Also ich mag Deutschland, ich liebe Deutschland. Ich würde auch gerne mal wieder nach Deutschland gehen. Aber immer nur, wenn ich weiß, wann ich wieder zurück, wenn ich wieder da rausgehe, Bro. Der ist das so ein bisschen gerade. Hier fragt einer, was ist deine Meinung zu Corona? Das solltest du eigentlich wissen, Bruder. Wenn ich dir das nochmal sagen soll, müsste ich jetzt das ganze Equipment mit rausnehmen ins Treppenhaus. Da habe ich jetzt gerade aktuell keine Lust drauf, Bruder. Will keine Bad Vibes rausholen. Was sagst du aber aktuell? Machst du aber, Bro. Wenn du es nicht willst, machst du trotzdem, Bruder. Aber was sagst du zu Marvins Video über dich, falls du schon was gesagt hast? Dazu habe ich das mitbekommen, würde mich interessieren. War ja schon ziemlich random. Keine Ahnung. Müsste ich jetzt unter meinen Eiern kramen und das wieder rausholen, Bruder? Nee, will ich nicht. Liegt unter meinen Eiern, Bro. Zieht da schön durch, Bruder. Oh, oh, Berkay mit 100 Bits am Start, Bro. Surfergruß, Brudi. Wir haben geswitcht, Digga. Jetzt machen wir den Surfergruß. Leute, ich will aber auch, wenn ich das mache, immer auch mit der Faust und so, dann will ich schon auch, wenn ihr euch vielleicht ein bisschen komisch vorkommt zu Hause, will ich schon, dass ihr dann auch halt mitmacht. So, ne? Wenn ich jetzt so mache, dann will ich, dass du zu Hause, Berkay, auch dann den mal kurz machst. So. Auch wenn es ein bisschen cringe ist, weil keiner da ist, Bruder. So, für den Vibe, Digga, für den Kontakt so. Sei ehrlich, du bleibst in Mexiko nur wegen den Frauen. Nein, Bro. Nein. Nein. Man lebt nicht in Saus und Braus, aber man hat genug, Alter. Also man braucht halt hier auch zum Glück nicht viel Geld, um so essen, trinken und so. Weißt du, wie ich meine? Ich gehe selten draußen essen und so. Ist gut, Digga, ist geil. Also selbst mit dem Minimum, was ich in Deutschland verdiene, kann ich hier gut leben, so ist so. Ich habe jetzt letztens schon mal geguckt, ich wollte jetzt eigentlich auch schon an meinen nächsten Ort mal langsam wieder, also ich hätte jetzt Bock schon wieder mal auf den nächsten Ort, aber das ist halt finanziell noch gerade nicht möglich, deswegen muss ich erstmal in so einen Ländern sein, wo Mieten etc. extrem günstig sind. So. Wie geht's jetzt bei dir weiter? Kommen keine Videos mehr? Doch, kommen doch jeden Tag auf dem Zweitkanal, Lovelock Lifestyle. Musikvideos kamen bis jetzt die letzten 3 Monate jeden Monat ein Video raus, plus Behind the Scenes, also es geht ja weiter, Bro. Es hat nie aufgehört. Bei mir hat es noch nie aufgehört, auch wenn ihr es nicht mitkriegt vielleicht. Und wenn ich mal gar nichts mache in der Öffentlichkeit, dann mache ich gerade Musik. Leon, du warst mal... Oh, 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 jetzt kriege ich eine Ansage, Freunde. Leon, du warst mal Teil der Lösung, aber jetzt bist du Mainstream. Ein Teil des Problems. Schade, dass du nicht der alternative Bubble angeschlossen, dass du dich nicht der alternativen Bubble angeschlossen hast. Du Mainstream-Opfer. Deswegen verdienst du so viel Geld. Deswegen mögen dich alle noch in Deutschland. Schwachsinn, Bro. Das ist Schwachsinn, Digga. Was du da schreibst, Bruder. Das finde ich auch immer so traurig, Digga. Das dann... Ja, ist auch egal. Reden wir nicht drüber. Ich gehöre dem Mainstream an, meine lieben Freunde. Der einzige Alien im Mainstream. Danke für die Antwort. Ich feiere es, dass du dich getraut hast, alleine in ein anderes Land zu ziehen. Ich küsse dein Herz, Bro. Vor allem ein Land mit 30.000 Morden. Respekt. Ja. Genau. Ich bin jetzt auch persönlich verantwortlich dafür, dass so viele Morde passieren in Mexiko. Ist 700 Euro nicht viel für eine Wohnung in Mexiko? Safe. Ist viel. Ist auch ein sehr... Also es sind fast... Naja, also in Tulum kannst du ja mal dich informieren. Versuch mal in Tulum auf jeden Fall eine Wohnung zu finden. Für 700 Euro im Monat ist extrem schwer. So, hier in dem Wohngebiet, in dem ich bin. Es gibt auch Ecken, wo das funktioniert. Aber ihr müsst immer verstehen, dass ich halt auch eine relativ große Wohnung brauche mit gutem Internet, wo ich meinen Schreibtisch habe, wo ich 2 Boxen hinstellen kann, wo ich genug Platz habe wegen Livestream etc. und so. Und dieses, also ich rede jetzt nicht davon, dass 700 Euro für Mexiko wenig ist, sondern ich rede davon, dass für den Ort und für die Wohnung und für das Equipment, was ich hier habe, sind 700 Euro extrem wenig. Und wenn ich den Umzugsmove mache, dann muss es so sein, dass ich entweder, also dass ich eigentlich weniger bezahle für denselben Standard. Weißt du, wie ich meine so? Und das ist halt fast unmöglich, Bro. Ich bin halt die ganze Zeit am Gucken, auch in Playa del Carmen ist ein bisschen günstiger als hier in Tulum. Ich bin die ganze Zeit am Gucken so. Was man so als nächstes machen kann, wohin man gehen kann, etc. Aber wie gesagt, die 700 Euro für die Wohnung hier ist auf jeden Fall
Ist auf jeden Fall ein sehr guter Preis, Bro. Bin in meiner Zone mit den Bros, only good vibes, komm uns nicht zu nah. Denn ab heute sind wir Stars. Wine for me, Baby, wackel mit dem Arsch. Sie hat den größten Booty auf der Welt, wenn sie shake, komm ich einfach nicht klar. Baby Girl Drip.